So, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Runde. Dota 2 Outlast. Ich mache meine Webcam aus, dann könnt ihr euch alles anschauen hier in Ruhe. Wir nehmen die, ich sehe doch direkt hier einen Bounty noch vorlurken. Den nehmen wir auch mit. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Ne, wisst ihr Bescheid. Und wir haben hier eine Community-Lobby, Leute. Wir haben die erste Runde des Tages. Sind schon Avaron, Beowulf, Tony und Wolffeather am Start. Sehr nice. Ich habe mich auf Rook 1 hochgespielt, privat. Also wir haben jetzt den Rook einmal erreicht, den wir jede Season einmal erreichen wollen. Das ist schon mal gut. Ich kann meine Webcam übrigens auch wieder anmachen. So, Bounty nehmen wir mit und Enchantress nehmen wir mit. Ja, würde ich sagen. Hätte ich gesagt, gibt es irgendwas im Shop aktuell so? Nö, im Shop wird schon Ewigkeiten nichts Interessantes mehr für uns. Das ist doch nervig. So, was gab es hier an Relikten eigentlich? Ich habe den mir selber euch angeschaut. Es gibt Magic Seed, es gibt Great Wall, so ekotechnisch. Es gibt auch Elite Recruiter, Family Discount. Hm. Ja, gibt ein paar interessante Sachen. Kann man in verschiedene Richtungen gehen. Graphite spielt nicht mit. Okay. Gibt kein Shrinky-Shrink-Ray. Also Goblins sind die Runde eigentlich nicht, aber gut, man kann die immer spielen, auch ohne Shrink, wenn wir ehrlich sind. Dann kommt man die immer durch. Hätte ich jetzt aber am wenigsten Lust drauf von allem. Also Lust hätte ich schon drauf, aber wie gesagt, wir spielen das halt viel zu oft. Oh, ich hab Lust, Leute. Ja, was soll ich machen? So, it's whatever. It's a continuous fight, every day and night. Ach Leute, wer hat eigentlich mein Dota-Song, der gestern neu released worden ist, auf YouTube gesehen schon? Die Neuauflage, sozusagen. Meneska has arisen. Dass du nie Mana mitnimmst, macht mich fertig. Natürlich läuft es in Dauerschleife. Das freut mich. Guck mal, das ist ein Zeichen des Respekts auf jeden Fall, den ich zu schätzen weiß. Die Grabräuberkarten. Ich glaube, ich habe einen Plan, und damit ich nicht Late Goblin spielen muss. Aber wenn jetzt natürlich die Goblins in den nächsten Rolls richtig krass kommen, dann muss man auch einfach. Ja, spielt jeder wieder Goblins. Aber ich habe die am besten mit einem Bounty Hunter 2. Ich habe doch Mana mitgenommen. Hä? Was haben sie denn? Vorwürfe, die ich nicht bestätigen kann. Die Rockets kamen echt diesmal richtig gut von seinem Tinker. Selten so gute Rockets gesehen. Hab so fast die Runde dann verloren, obwohl er keine Comp hatte und es nur ein Tinker 1 war. Ach, Kaya Schmaya. Kaya bringt mir nichts in der Runde, glaub mir. Bixboy, danke für dein Follow und willkommen bei den Paulanern. Moin, moin. Der Brewmaster Skip tut mir weh. Ich hab Bock auf eine Panda-Runde. I want to play Pandas. The body is over the ocean. The body is over the sea. Komm, ich hab 20 Gold wenigstens schon durch die 3 extra Gold, die wir hier geholt haben. Das ist ganz angenehm. Oh, da steht ja perfekt mein Timber so dieses Mal. Kling. Tschüss, Timber. Ja, immerhin steht mein Bounty jede Runde am Ende der Runde noch. Haus auf Gegnerfeldern. Das ist mir schon fishy. Kaya auf Tinker 2 so stark. Ach, Tinker 2 bekomme ich in 100 Jahren nicht zusammen. Das sehe ich jetzt schon. In 100 Jahren kommt der nicht. The body is over the ocean. The body is over the sea. Hmm. Night Buff und Elfenbuff. Kein Level 2er. Uiuiui, übertreib halt. Shuriken! Oh, warte mal, meine Frau, mein Kind schlafen.
Meine Frau, Shuriken, was? Oh Mann. Wo habe ich denn meinen Ricky eigentlich hingestellt? Bin ich eigentlich verblödet oder bin ich blöd? Warte mal, theoretisch kann ich doch ihr das auch geben, oder? Der Viper. Dürfte doch eigentlich nicht schaden, der hat ja keine. Na, ihr wisst schon. Ich hab Money sowieso schon. Geil, jetzt noch Sand King und Phantom, dann habe ich alles zusammen, was ich brauche. Außer den Family Discount, den brauche ich immer noch. Weil es würde auch mit, man könnte auch mit Ding spielen, mit Great Wall, das würde auch funktionieren. Ich kaufe mal kurz einen Timbersaw, das ist die perfekte Unit, die man da vorne. Oh, ich habe meine Haus kurz geslowt. Perfekte Unit, die man da vorne random reinstellen kann. Ja, ich glaube, ich spiele den sogar. Kommt gerade eh nicht auf Echo. Ist der Ocean? Die Ocean? Die Ocean. Ach komm! OP Witch Doctor, Alter. Vielleicht macht es die aber. Oh, der war die Ult fast ready nochmal. The body is over the ocean. The ocean. The ocean. Keine Ahnung, wo soll ich das wissen? Ich bin ja kein Englischlehrer. Hallo Little Devils, moin moin. Wunderschönen guten Tag. Tim ist aber nur einen Dreher rausbekommen, dann bin ich Haven, hat ein bisschen getankt und hat sich einmal gedreht, dann ist alles in bester Ordnung. Natürlich bist du Englischlehrer, meinst du, das wird hier vergessen? Ich hab's ehrlich gesagt gedacht, ja, er hat keinen Dreher rausbekommen, der Ehrenlose. Wie war der Ehrenlose? Ja, okay, dann verlieren wir natürlich genau nur eine 9 die Streak. Aber auch mit den Owls alles über unlucky gelaufen. Und dann noch der Silence ewig mit dem scheiß 2er Ding-Buff. Wenigstens Bio-Wolf bekommt die, dem gönn ich's natürlich. Dem sei's von Herzen gegönnt. Das ist wieder so ein Assassin-Ding, was schief gehen könnte, aber. Vertrauen wir einfach mal drauf, dass es nicht schief geht. Wir haben einen Fernkämpfer mit der Tech-Speed und wir haben einen Level 2er, der auf Safe einen One-Hitten wird mit Bottle zusammen. Oder einen, ich hoffe, es ist nur einer, der nicht genau auf 1 HP ist und eh schon tot ist quasi. Lasst ihn so holen, dass der noch ein guter HP hat und es ihn richtig lohnt. Aber so könnten wir instant auf 60 Gold wiederkommen in Runde 11. Ja, war perfekt. Kiddiki. Gerne doch, gerne doch. Dafür bin ich doch da. One wave follows another. Another one. Ja, wir ziehen durch mit dem trotzdem. Ich habe die so schön angefangen. Ich hätte auch Bock drauf auf die Combats einfach. Wir ziehen durch. Nichts hält mich am Boden. Die Ocean, nicht der Ocean. T-Ocean. Das ist eine. Ich bin amazed, dass die T heißt oder wie? Die Ocean. Ein Monk mitnehmen. Nö. Eigentlich nicht. Finde ich funny.
kann ich drüber lachen. Ich will keine Panda spielen. Panda kommt mir nur ins Haus, wenn ich in Runde 2 ziehe. Und dann versuchen kann, richtig geil. Ich habe auch keinen Bock auf Panda Drop. Ich will einfach, also, ich habe Bock auf Panda Drop, aber ich will einen anderen Panda Drop bekommen. Ich will einen Ember Spirit zuchten oder einen Earth Spirit. Irgendein Spirit ist mir egal. Auch ein Void Spirit von mir aus. Darauf habe ich Bock auf solche Runden, aber. Wenn man das jede Runde versuchen würde und alles dafür geben würde, dass man den zieht, dann bekommt man das in jeder fünften Runde vielleicht irgendwie einigermaßen hin. Dass man irgendwann gedroppt bekommt und fehlt dann die anderen vier Runden, aber und die eine Runde ist auch nicht garantiert, dass man die gewinnt, deswegen zwingt. Ach komm. Das ist frech. Aber gut, immerhin wenig Damage. The damage is over the ocean. Nächste Runde ist Panda Community Runde. Boah. Aber wenn halt alle Panda spielen, das ist, dann sind es immer so Runden, die gehen halt irgendwie bis Runde 50. Ey. Dann ist es so eine 1 Stunde 20 Runde wieder. Das zieht sich halt schon sehr. Das macht schon Spaß, wenn man selber die Panda Drops bekommt. Wenn man selber aber nicht die Panda Drops bekommt, das ist überätzend für diejenigen. Was mir egal wäre, wenn ich die bekommen würde, aber ich habe keine Garantie. Wisst ihr, wie ich meine? Ich habe keine Garantie. Drainy und Vierer Knight schon. Ja, aktuell sind wir auch einfach noch nicht stark. Wir müssen Level 6 gehen und noch einen Assassin rollen, mindestens für Runde 15 gleich. Runde 15 ist gar nicht so safe, würde ich behaupten, oder? Weil mit 6 Assassin sieht schon deutlich besser aus gleich. Wir können bis auf 74 runtergehen danach. Ich will den automatischen Level-Up mitnehmen. Schon mal aufstellungstechnisch ein bisschen smart versuchen zu machen. Ich nehme mal hier kurz runter, vielleicht brauche ich die gleich anders verteilt. Den einen gebe ich auf jeden Fall hier rauf. Wir könnten dann hier runternehmen und können zum Beispiel Spirit Breaker 2 beides geben. Einmal Mana ist trotzdem nice für Sand King, oder? Also einmal Mana könnten wir halten. Ja, also ein Level-Up noch wäre gut hier. Und ein Sand-King. Ich glaube, damit könnte ich dann schon irgendwo leben. Ja, steht ganz gut, wirklich. Da sehen wir schon mal das Level-Up. Was ist das hier? Nightcrawler. Ja, das muss reichen. Dann macht das Voice, oder? Sechs Assassins. Wenn es nicht ganz Anlage ist, Buildbreaker und. Also, dies, was sind am wichtigsten. Eine Ult von Sandkin brauche ich dann aber Mana. Und ich bräuchte Spirit Breaker, dass er 1-on-1 wird, der ich gegen jeden gewinnen. Aber die Damage-Verteilung ist gut. Senking kommt ein bisschen Mana. Okay, Senking hat die Ult nicht rausbekommen, hat zu viel Mana. Aber es reicht easy. Vollkommen und sonst gesorgt. Ich nehme sogar ihn mit für ein bisschen extra Monetos. Ich nehme die Rüstung einfach mit. So, Phantom Assassin fehlt immer noch leider. Da ist die Phantom jetzt. Die switchen wir schon mal für dich rein. Dann haben wir die Top 4 schon mal drin. Komm, Rüstung für dich erstmal. Ja, ich werde hier gleich auch noch ein paar Sachen weglöschen. Auch die auf keinen Fall, die Sachen. Ich halte erstmal auf den Bounty Hunter, auch weil ich dann jedes Mal 3 extra Gold bekomme. Die brauchen wir nicht sammeln.
Ja, das nehmen wir mal mit, solange es geht, mit Great Vault und dann vielleicht mit Dings gleich. Mit Elite Recruiter. Was labe ich Elite Recruiter mit? Family Discount. Wenn ich wüsste, ich bekomme Family Discount safe, würde ich sogar jetzt Level geben bis Level 7 oder ja, Level 7 oder Level 8 sogar Richtung schon und würde dann rollen dafür. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob ich es bekomme. Und wenn ich es dann nicht bekomme, dann muss ich die rollen und bin schon auf Level gegangen und habe dann viel mehr voll viel Gold für die Level 3er. Ich glaube, ich nehme lieber die safe Variante. Ich bin genau auf 100 gegangen, Leute. Macht euch keine Sorgen. Warte mal so. Die halte ich trotzdem mal noch gerade auf. Ja, das könnte eine schöne Runde werden. Mal gucken, ob am Schluss irgendwer was hat, was mega stark gegen Assassin ist. Keine Ahnung, die drei Assassins, die können schon was. Ich bin auch itemtechnisch schon, also was heißt, also ich habe einmal Mana, das werde ich halten bis zum Ende wahrscheinlich und die zwei werde ich auch safe halten. Und nachher brauche ich noch irgendwas Größeres, es gibt auch Weaponsmith. Martin, du bist ja auch gar nicht so scheiße zu spielen mit Assassins. Wird natürlich schmecken, jetzt so eine Ecke hier mitzunehmen. Würde ich definitiv nicht nein sagen. Das müsste auch locker reichen. Ich darf es bloß nicht einsammeln. Oh, er hat mir Pangolier geklaut mit seinem Rubik. Wie sind das? 9. Okay, kann ich mir gleich mal merken. Heißt, ich kann auf 81 runtergehen jetzt. Oder wir lassen es einfach liegen in der Hoffnung, dass wir... Ich glaube, ich lasse es sogar liegen, dann kann ich es mit Family Discount, die wir gleich nachher nutzen. Nehme ich auch erstmal mit. Ich will die zwei nicht löschen. Wie hört sich wohl. Was? Wie hört sich wohl Koala K-Pop an? Weiß ich gar nicht, wie hört sich das an? Ist eine Anspielung auf irgendwas? Ist es irgendwie so ein, wie heißt denn, so ein Kahoot-Name oder wie das heißt? Da bin ich schon wieder lost. Bin ich schon wieder raus? So it's whatever. Ist hier noch gesungen? Ach, ich weiß jetzt schon, dass es eine coole Runde wird. Das freut mich. Das freut mich. Mal den nochmal rein für 3 Göldchen. Zum Göldchen sage ich nicht Nöldchen. Nur nicht einsammeln die Göldchen. Ja, es wird sich trotzdem noch lohnen, auf Family Discount zu gehen, denke ich. Wenn wir dann runterrollen. Ja, das ist schon sinnvoll. Wenn wir die Gold auch nochmal hier auf der Bank stehen. Da liegen nochmal 3 extra Gold auch rum, also mit Family Discount hätten wir, glaube ich, alles auf 3 ohne Probleme dann. Ohne würden wir aber auch schon weit kommen. Es wäre halt auch echt geil, March of the Beast zu spielen. Also wenn ich Family Discount oder March of the Beast bekomme, eins von beiden würde ich safe nehmen. Weil wir schaffen es locker bis Runde 25 auch ohne Family Discount das meiste auf 3 zu ziehen und gewinnen auch die Runde dann. Hat genau wieder gereicht, um voll zu gehen. Who needs legs when you got wings? Nein, der Aufsteiger schon ganz gut zu halten. So, wir sind jetzt nach der Runde irgendwie so auf 95 Gold wieder. Oder auf 90, weiß ich gar nicht genau. Wieso muss denn genau er so weggeforst sein, dass ich meine Extra-Gold nicht hole mit Hand auf Nidas? Erstmal rumschreien.
ist er denn gesprungen? Was gibt's? Family Discount. Ja, Safe Call, oder? Können wir auch instant auswählen. Jetzt können wir auch die 3 extra Gold einsammeln schon. So, Leute, jetzt wird mal kurz gegreedet einmal. Ich hätte vielleicht noch den Ding mitnehmen können. Junge, wenn ich nochmal den Spasten hier kaufe. Oh, ich habe wieder gekauft. Ach, komm, ich mach einmal nochmal Chillerino. Ich will es mir nicht zu stressig machen. Nächste Runde können wir immer noch All-In gehen. Ja, den Magnus hätte ich zumindest mitnehmen müssen noch. Ja, komm, ich kann ja wohl noch ruhen, bis ich eine noch gezogen habe, ich wollte gerade sagen. Habe ich fast gewonnen die Runde. Wir waren sogar in der Plan 2er Winning Streak. Schade, hätten wir recht reingehen können, hätten wir die auf 3 fertig gezogen, die Boys. Ich versuche es gerade auf den Magnus noch zu achten. Okay, wir brauchen noch jeweils eine. Schon krass, wie teuer dieses Thread an sich ist, ne? Ja, ich muss die beide aber durchballern. Ja, Sandkin mit Mana schon auch smart. Das sollte man lassen. Oh, ich habe Angst, dass ich die ganze Zeit die Phantom jetzt nicht bekomme. Weil wäre mir sogar noch egal, da würde ich sogar chillen trotzdem. Aber die Phantom will ich eigentlich hochziehen. Viper kannst du ruhig davon stehen lassen als kleiner Tank. Frage ist, möchte ich das? Ich möchte die unbedingt fertig ziehen. Das würde nicht jetzt ganz Echo kosten. Ja, okay, ich habe es zumindest bekommen. Jetzt kann ich zumindest jetzt chillen. Ich lösche sogar einen von denen. Okay, die Vierer sind durch. Jetzt können wir nur noch chillen. Ein Level gehen für einen Earthshaker. Ja, dann vielleicht im Late Game, wäre vielleicht noch, je nachdem wie lang die Runde geht, wäre vielleicht noch mehr drin. Aber das Wichtigste haben wir ja für die Strat. Oh, gibt es vielleicht extra Kohle noch? Oh, es gibt doch keine extra Kohle oder wie? Das wäre krass, wenn ich die Runde nicht gewinnen würde. Jetzt würde ich, krass, ich habe meinen harten Peak und gewinne die Runde wahrscheinlich nicht. Na gut, aber er hat auch einen krassen Peak, aber warum muss man ihm mal sagen? Und die Stunts gehen halt auch nicht auf ihn drauf. Ich habe auch gefühlt keine Crits gemacht, aber Faces ist es nicht gegen Crits, oder? Also Crits gehen natürlich Faces trotzdem durch, oder nicht? Na, guck mal, wenn ich jetzt schon gegen ihn verliere. Und der hat noch 40 Gold und hat noch die komplette Wand mit Turn-Ups voll. Also Assassin's Creed schon sollte so sein, meinst du, oder? Gegen Faceless. Weil irgendwie habe ich gerade keinen gesehen mehr. Ich habe nur das Ende mitbekommen, so richtig. Davor habe ich nicht drauf geachtet. Aber am Ende habe ich irgendwie keine Crits mehr gesehen. Aber kann ja auch unlucky gewesen sein. Hat natürlich nicht an meiner Komposition, es lag an Unglück. Muss ich mal nächstes Mal drauf achten. Every day and night. And Medusa wearing her snakes as a crown. Hm.
Hallo Scorps, moin moin. Wünsche dir vorab schöne Ostern. Ich wünsche dir auch schöne Ostern. Freue mich, dass du am Stissel bist. Freut mich sehr. Und na gut, du gehst gleich wieder wahrscheinlich nach der Aussage. Das ist natürlich belastend. Stimmt, eine frühe Osterzeit natürlich. Jetzt schöne Feiertage. Also ich reg mich ein bisschen auf, dass ich jetzt genau um die Feiertage eh die Feier. Ich hätte jetzt so viel Freihand um die Feiertage. In letzter Zeit bin ich eh in Vaterzeit. Das ärgert einen ein bisschen, aber ich freue mich natürlich für alle anderen. Freue ich mich trotzdem, dass sie also alle oder fast alle die meisten, gut, klar, die Leute, die zum Einzelnen arbeiten werden, morgen stressig haben. Und die Leute, die klar die Noten oder sowas arbeiten, Feuerwehr etc. haben ja auch nicht frei oder Pflege. Oder die meisten davon zumindest. Aber trotzdem freut es mich, dass viele von euch frei haben. Deswegen sind noch so viele am Start heute schon. Das ergibt natürlich Sinn. Die sind alle drei interessant, oder? Ich finde die alle drei nicht schlecht, ist die Sache. Damage plus ist nice mit den Casts, finde ich cool. Ich finde die Health, ich finde wahrscheinlich trotzdem Eye of Scar, wobei in One-on-One ist Eye of Scar nice. Evasion und den Gegner halt, das Arm ist auch cool. Ding ist halt, er hat so viele auf die gleiches Level haben, da kann ich nur einen davon disarmen und ob ich dann wichtigen rausnehme, ist die Frage. Ich nehme mal ihn. Muss wohl mit mir Vorliebe nehmen, wenn mir sonst keiner schreibt. Hallo Tables, moin moin. Guten Tag. Ich verliere gegen Leute mit so einer schönen Kombi, das kann doch nicht sein. Auch Seinfeld habe ich gewonnen, ja moin. Warte mal, bringt Element dann auch nichts gegen Faceless, oder? Ist das richtig? So sieht's aus, nimm Terrorblade mit. Warte mal, reicht ein Demon Hunter zum Reinstellen? Funktioniert Anti-Mage dagegen genauso wie die, wenn man zwei Demons spielt oder wie? Wenn man Anti-Mage stellt, also ein Demon Hunter gegen die gegnerischen Demon Hunter, funktioniert das auch. Ich muss es ein bisschen so im Zickzack stellen, dass ich irgendwie weniger triggert bin. Nur ein Demon Hunter auf der anderen Seite bringt nichts. Ich hab's ausgehebelt. Ja. Mal gucken, ob der Senfings dann durchgeht. Ja, geht durch. Hat funktioniert. Tatsache. Tatsache! Ganz,
Da wird ganz schnell gerollt, um die Streak zu halten. Ist das eine Frechheit, Avaron? Also, dass du dir sowas, dass du wirklich so ein Mensch bist, ne? Hätte ich auch nicht gedacht von dir. We ring her snakes as a crown. Oh, ich sehe schon, heute kommen keine YouTube-Routen zusammen. Ich muss ja zugeben, YouTube, ich habe insgeheim doch schon eine Runde gespielt, die ich vorher verleugnet habe. Ich habe eine Rook-Lobby gespielt, bin aber leider nur Fünfter geworden. Mit der Shrug-Monk. Ach komm, das wäre so meine Streak gewesen, hätte er nicht reingestellt. Oh, ist trotzdem meine Streak, so wie es aussieht. Dann habe ich natürlich nichts gesagt. Mir Mana wieder auf keiner Unit was, oder? Guck mal, ob wir was Besseres rausholen können. Ding ist, Sand King ist eh nichts wert, solange er seine Dinger stehen hat. Dann nehme ich lieber die Evasion noch für 7 mit erstmal. Jetzt mit der Terrorbait halt nicht mehr viel. Ja gut, mein Terrorbait zwingt ihn halt zwei Demons drin stehen zu haben, ne? Die sind halt beide deutlich useless als die zwei, also... Ist es auch nicht schlecht, den trotzdem zu haben. Hat da irgendwo noch was rum? Bin ich blind? Wäre schon schön, wenn es irgendwie für einen Win reichen würde, die Runde, aber weiß ich nicht. Er hat meinen Sanking jetzt wieder, den jetzt wieder denied komplett, meine Ult. Aktuell bin ich stärker als er trotzdem. Wir haben beide noch Potenzial, um stärker zu werden, aber Avaron ist halt Avaron, das Problem. GG, Toni. G to the G, my friend. My little friend, I missed you so much. To the world, West Virginia. West Virginia. To the world. Wäre nice, wenn ich ihn jetzt immer noch richtig gut drücken würde. Bisschen Druck machen und dann hätte ich auch das Gefühl, dass ich Chance hätte. Wenn ich jetzt nur knapp gewinne oder nicht gewinne, dann weiß ich, dass es eigentlich durch ist. Ach Mann, ey. Ich habe nicht gut Damage, obwohl, weil er einfach so viel Leben hat. Das wird nichts, wenn er jetzt schon gegen mich gewinnt. Die Frage ist, habe ich mehr Potenzial als er?
Ich weiß nicht ganz, wie ich es machen sollte. Warte mal, gehen Zentauren überhaupt dagegen? Oder stunnen die wieder gar nicht, weil er Faces hat? Das hört sich wieder aus dem Überbild an. Ich glaube, alles Backline war schon mal trotzdem ein bisschen geiler, habe ich das Gefühl. Backline hat schon mal deutlich besser funktioniert. Weil alle rausgelaufen sind. Dann ist doch nicht die Viper da vorne drin. Ich habe keine Ahnung, wie ich sowas aufstellen kann. Ah doch, ich weiß, was du meinst wahrscheinlich jetzt. Aber dann habe ich wieder das, da habe ich wieder nicht, dass die rauslaufen, ne? Was ich ja eigentlich will. Ich brauche halt kein Mana auf ihm drauf, das bringt mir nichts, seine Ult. Warum werde ich wohl nicht bei Faces gehen sollte, ehrlich gesagt. Ich try es mal eine Runde, da ich noch viel HP habe, ob das irgendwie sinnvoll ist. Das steckt ja gar nicht mehr voll los. Ja, wobei er hat ihn gekillt am Ende. Oh, die Phantom hat ordentlich gedrückt, Alter, leck mich am Arsch. Battlefield hat gut funktioniert, würde ich behaupten. Ne? 16k Damage Spiel, na, das war sehr nice. Hat mir gereicht, die Scheiße. Vielleicht kriege ich sein Doom, bevor er eine Ult schafft, aber das wäre auch gar nicht schlecht. Aber das ist eigentlich das Battlefield, was den Unterschied wahrscheinlich hauptsächlich macht. Wie hat denn das dann jetzt funktioniert gerade? Hä, hey, der irgendwann Senking ist dann gerade funktioniert, habe ich mir eingebildet. Sorry, mein Sound gewesen.
wollte schon irgendwelche Sachen umstellen, so auf Verdacht, dass er irgendwas umstellt, aber eigentlich ist es dumm, weil nachher macht er gar nichts wie jetzt und ich habe umgestellt und regt mich auf. Ich dachte, er stellt seine Orakel hier vor. Das Einfeld ist eigentlich wichtiger. Das war eine schöne Phantom, Alter. Zwei Naga besser als zwei Bees? Boah, weiß ich gar nicht. Hat auf jeden Fall gut funktioniert am Schluss. Ich wüsste nicht, hätte man vielleicht umstellen können, aber zwei Bees hat eigentlich ganz gut funktioniert auch. An die Zuschauer! Lassen Sie gerne ein Like dafür diese wundervolle Runde. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut's rein!